Aber wir ein bisschen älter, früher bist du zur Trinkhalle gegangen, hast gesagt, ich möchte Cola und Salzstangen, haben die gedacht, oh, der macht eine Fete. Heute denken die, oh, der hat Durchfall. Und dann schreibe ich ja immer noch Bücher. Ja, immer, ich habe so einen schönen romantischen Roman geschrieben. Der heißt, zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Untertitel ist I don't care, also ich fege nicht. Und der große Unterschied damals, der größte Unterschied in dieser Zeit war tatsächlich die Bundesjugendspiele. Schlagball werfen. Thomas ist dran. Thomas wirft den Ball. 100 Meter. Dann kommt Dagmar. Dann kommen die Lehrer schon auf 5 Meter ran. Da hätte ich schon keinen Bock mehr. Und dann wird der Anlauf genommen, aber vorher stehen geblieben. Das ist ja so. Die haben so geworfen wie wir mit links. Die haben ja nicht geworfen, die haben den Ball abgegeben. Und dann haben die nachgemessen mit so einem vom Schneider, so einem Metermaß genommen. Ich sag nochmal nach. Auch beim Weinspringen, dieses Anlaufen. Dann ist das. Auch danach, man hat mir leichter gemacht. Beim Kugelstoßen zu zweit und nun. Beim Hochsprung nur auf die Matte kommen. Was Frauen wirklich können, habe ich erst hinterher rausgefunden. Ich meine, da kam ja erstmal die Pubertät bei mir. Nur bei mir. Kam die ersten Pickel. Sag mal, hätte mir damals ein Blinder über den Rücken gestreichelt. Der hätte gedacht, der liest gerade Herr der Ringe. Aber alle drei Teile. Favoriten kennen wir, ich habe auch viel mit Senioren, habe ich viel Gewinn gespielt. Mit Cookie Dent gibt er die blaue und die weiße Seite. Darf man nicht zusammen machen. Wir waren zusammen essen zum Beispiel. Ja, schön bei ihr, ich weiß gar nicht, was dafür. War lecker. Ja. So. Und ich beschäftige den Schnippusser, also Schnitzelpommes Salat. Und meine Frau nur einen Salat. Ich sag, Schatz, das ist vielleicht zu wenig. Im Gedanken daran nicht, dass sie in meinem Essen rumfummelt. Lass mal probieren. Nö, nö. Essen kommt, der erste Griff, bei mir eine Pommes. Bei mir ein Rübertyp. Da könnte ich mit der Gabel... Wenn der Pommes die erste Mal gemacht hat, pfff, rein. So ein Eumel da rein, zack. Tischtennis ist auch geöffnet, pfff. Nicht nur deswegen, nein, nein. Frauen haben irgendwann mal, und ist tatsächlich so, und tut mir für die Männer leid, Frauen haben irgendwann mal den Moment, wo sie sich die Haare schneiden lassen. Die hatte so ganz lange blonde Haare, dann kommt die nach Hause und hat plötzlich so... Diese Och-Flott-Frisur, wo man sagt so, Och-Flott. Das haben wir noch mitgemacht. Weißt du, wo die Frau sagt, auf Arbeit haben, das steht mir. Ja, dir steht es, mir steht aber nicht mehr. Weißt du, ne? Kommt ein Buckliger. Kommt in die Bäckerei und sagt, ich hätte gern Brot, sagt der Bäcker, schluck, dann haben wir erstmal runter.
steht an der Tür, die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür und sagt, guten Tag, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Ich habe mich nie in den Fahrer schon gesetzt. Da riecht er doch von hinten. Wie heißt der Bruder von Elvis? Elvis! Ich sitze hinten, kriege den Witz so und der so. Ist nicht lustig. Hinter meinem Bruder, weiter meinem Bruder. Ja, der kann nichts. Ich gebe unsere Fahrerin weiter, meine Frau. Ist mit ihm? Nee, kann nicht. Ich denke, ich muss rausfinden, was mit ihm ist. Ich sag den Namen nicht, aber der David Kartenberg aus Oberhausen. Ich lasse ihn aufstehen, sag, was für ein Spendenkonto, was ist mit dir? Ich sag, wieso? Ich sag, er hat folgenden Witz. Und dann lese ich den laut vor und dann verstehe ich den. Der hat geschrieben, warum liegt am Flughafen von Brasilien kein Schnee? Da steht ein Tower. Wenn du das nur so liest, denkst du, ja sicher, was soll da stehen? Überfordert. Oder hier, Konzentration ist, wenn man gut. Geht klar. Ich sag, Markus, du bist auf der Reeperbahn, mach mal was für dich. Junge, guck doch selber mal, ich raus. Links runter, rechts hier von der Dame, über in Richtung Herbertstraße, an der Ecke ist die Bierbörse. Ich sag, oh, ja, genau. Ne, das klar ist. Bierbörse, der auf, wir haben der Axelboy. Witz. Pass auf. Ich komm rein, drei Leute mit dem Kopf auf den Tick. Ich sag zum Bierturm, sind die voll oder magnetisch? Voll, wir haben 24 Stunden auf. Ja, was ist denn mit sauber machen? Sagst du, hm? Ich sag, vergiss es. Ich sag, ihr habt so viel, habt ihr Köpi? Die hatten Köpi, ich war zu Hause, wunderbar, wir haben Köpi. In einer Weg, richtig geil. Ja, und sag, oh, König Besen, dann kommst du aus Duisburg. Ja, hat der noch den Hafen? Ich sag, nee, das ist jetzt eine Pommesbude. Ja. Obwohl, er war mal mit seinem Geschlechtsteil, weil er war im Guinness Buch der Rekorde. Er wurde dann aber aus der Buchhandlung geschmissen. Scheiße ist, wenn Furz was wiegt. Bei diesem Witzzettel hat einer mal einen draufgeschrieben und der passt genau auf ihn. Der hat damals geschrieben,
Wenn man sein Ohr ganz leicht auf eine heiße Herdplatte drückt, kann man riechen, wie blöd man ist. Ja, original, original. Ey, der ist so sinnlos wie eine Reise nach Jerusalem in einem Stehkaffee. Völlig daneben. Das ist ein geistiges Tschernobyl, so hast du noch nicht gesehen. Wirklich nicht. Erfinder von Zielfernrohren für Gaspistolen. Er war der Erste, den nur nach dem Schattenbox mal nähen musste. Damals bei einem Dressurreitung, die hatte immer so einen Stand für Sauerbraten gehabt. Also ganz und er war wieder in der JVA, der war ja schon oft in der JVA, damals hatte er ja Kick, wurde gefälscht und jetzt. Jetzt hat seine Freundin ihn angezeigt, er wäre ein Stalker. Gut, eigentlich waren die seine Freundin. Sie dreht sich um, warum laufen die mir hinterher? Sagt, jetzt wo ich umdrehe, frage ich mich dann auch. Und der war bei uns in der Kneipe in der Oase, kommt der, da kommt er auf mich zu, am Grinsen, ich sage, hör mal, hast du dein Puzzle fertig oder was ist mit dir? Da macht der Jacke auf, Markus, willst du kaufen? Ihr wart Infotop, nenn ich's denn? Hey. So, Heimat. Es war wie heute schwer. Ich denke mir manchmal so, wenn ich die Lieblingswitze so durchgucke, was macht ihr hier? Aber dann nehmen wir wieder rum. Wenn ich dann anders erzähle, darum stehe ich wohl hier. Also da sind ein paar dabei, wo ich selber sage, boah. Aber wir haben ein paar rausgefunden, wo ich sage, wir haben eine Chance. Zum Beispiel, ein Deutscher und ein Brasilianer sitzen im Bar. Von Kai Höwe aus Mülheim. Schade, er war knapp davor. Nein, nein, nein. Städte, wo der beste Fußballverein unter uns spielt, sollte man. Was ist denn ein Moment? Schwedelhofer Beste oder was? Ja, Schwedelhofer. Und habt ihr das Spiel? Die haben ja damals, ich wollte da echt anrufen, die haben gezeigt, das Spiel Schwedelhof gegen Oberhausen im DFB-Pokal, im Fernsehen. Und der Typ dachte immer, Schwedelhof im Angriff. Und ich war dick davor, da anzurufen. Der heißt doch nicht Oberhausen. Ich komme aus Osnabrück. Tu mal ein paar Batterien rein. Ich hab ein paar Kalorien verloren. Geht um die Betonung. Also, ein Mülheim und ein Brasilianer, ein Deutscher und ein Brasilianer sitzen in der Bar, sagt der Brasilianer, lass uns bitte heute nicht über Fußball sprechen, der Deutsche. Nur Sex ist das denn, ist okay? Sagt der Brasilianer, klar. Sagt der Deutsche, mein Gott, haben wir euch gefickt? Das fand ich witzig von Norbert Müller. Gib mit der T-Shirt dem Mann hinterm Bauch ein Größe S. Fand ich witzig. Wie sieht das aus? Zwei Männer an der Theke in der Kneipe. Ich dachte, vor dem Teufel, es stinkt hier nach Tod und welches. Hast du in die Hose geschissen? Also, ja. Warum gehst du nicht auf Klo? Ich bin noch nicht fertig.
Duisburg-Steinhof hat geschrieben: Was sind drei nackte Frauen auf einer Kiste Bier im Weg? Da gehe ich shoppen, habe eine Tarnhose gesucht, keine gefunden. Ja, schade, der ist raus. Wie kann ich das jetzt alles lesen? Das ist eigentlich mit. Ein MSV-Fan. Und dann sagt der andere. Oder ein Schalke, also ich kenne ihn, ich würde ihn anders erzählen. So. Aber er meint das. Das ist ein MSV-Fan und kommt in eine Kneipe und sagt, ey, wollt ihr einen Schalke mit hören? Und da stehen drei so Kanten auf. Sag einer, hör mal, ich bin der Walter. Ich bin 1,90 groß und Boxer. Das ist mein Kollege, der Jürgen. 2,10 und macht Jujutsu. Und da ist mein anderer Kollege, der Peter, der hat eine Trinkernähe. Und uns drei willst du wirklich einen Steigerwitz erzählen, sagen wir, ich habe keinen Bock, den dreimal zu erklären. Ja, der Typ heißt Reinhard Buchholz, ist das wirklich so? Ich heiße ja nicht Markus Neulock, aber. Mann bekommt von seiner Frau mit dem Brachverleib übergezogen. Er fängt schon ganz gut an. Ja, was soll das denn? Sie, ich wollte deine Hose in die Wäsche tun und habe Taschen nach Tempus abgesucht und dabei den Zettel gefunden. Da steht drauf. Berda, bist du hier? Komm mal bitte nach vorne, erzähl den selber. Hier ist eine Treppe. Du hast die Chance, etwas zu gewinnen. Von Seiten siehst du aus wie ein Politiker. Verbessert, aber im falschen Fach. Ich sage, hier ist der Bernhard, sagt der Reinhard, Mathelehrer. Ja, Germanistik. Gib alles deinem Publikum. Also den Anfang brauche ich auch, glaube ich, nicht wiederholen, der Mann. Der Mann kommt verschlafen aus dem Schlafzimmer, macht die Türe auf und bon kriegt eine mit dem Bratpfanne. Konsterniert und die Frau erklärt ihm, ja, ich wollte eine Hose waschen und du lässt ja immer die Tempos in den Tafel und du weißt ja, wie das aussieht, wenn er dann zum Wäsche kommt, da wollte ich die andere vorher rausnehmen und da finde ich den Zettel und da steht drauf Marie-Louise. Ist klar, das war doch, vor 2 Wochen war ich noch auf der Pferderennbahn und ich hatte mir aufgeschrieben, auf welchen Pferd ich setzen wollte. Aber sie ist vollkommen fertig. Entschuldigt sich 10-mal und überlegt sich, ja gut, zum Abend, hier macht sie ein 3-Gänge-Menü und denkt, ja. 3 Tage später kommt er aus dem Schlafzimmer, bong, hatte wieder einen mitgefangen. Ja und, was ist das? Was soll das denn jetzt? Er sagte, dein Pferd hat eben angerufen. Ein Riesenapplaus!
geschrieben, bist du eigentlich Jungfrau? Und er so, nein, Stier. Ich meine, im Bett, ich auch. Radio Duisburg Team. Ich wünsche mir für meine Schwiegermutter, die im Krankenhaus liegt, ich den Song, so kann es, so soll es sein, so kann es bleiben. Auf ich mache ihn, wo ich es tue. Aber ich erzähle ihn, wenn wir in Ruhe. Ach, warte auf. Drei Leute sind so besoffen, dass sie nicht mehr nach Hause schaffen. Zieh die aus, legen die ein, weg, morgens machen alle gleichzeitig auf. Sagt ihr dann links immer, ich hab einen Scheiß geträumt. Ich hab geträumt, heute Nacht hätten wir einen runtergeholt. Sagt ihr ganz rechts, komisch, ich hab genau selber geträumt. Sagt ihr in der Mitte, ich hab geträumt, wir Skifahren. Mann, hör mich jetzt arbeiten, wie immer. Und sagt, pass auf, geh aber heute noch mit dem Mund raus. Der Mann so, sicher. Sie geht los, draußen ist am Pissen. Ich hab Bock drauf. Macht nur die Gartentür auf, lässt den Hund raus. Der kommt nach einer halben Stunde wieder, hat ein Kaninchen im Mund. Er so, mein Gott, scheiße, das ist doch Kaninchen unserer Nachbarn. Der macht das Kaninchen sauber, geht rüber, legt dann wieder schön in den Käfig. Frau kommt nach zu ihr am nächsten Tag, sagst du immer, mein, da hast du gehört, was den Nachbarn passiert ist. Das ist gruselig. Sagt er, nein, erzähl mal. Sagt, da liegt das Kaninchen tot im Käfig. Und sagt, nein. Sagt er, aber gruselig, weil die haben einen Tag vorher beerdigt. Ganz locker, auf einmal kommt so ein kleines weißes Pferd vorbei. Ding hat sich verguckt, aber ne, zwei Minuten später kommt ein weißes Pferd wieder, ganz klein, was wir so. Der fragt den Wirt, hör mal, was ist denn hier mit dem kleinen weißen Pferd? Sagt der Wirt, hör bloß auf, immer unten bei uns im Keller, hinterm Bogenfass, da sitzt eine Fee. Wünsch dir was, weiß er Bescheid. Der geht runter, nach 20 Minuten kommt der hoch, hat eine Melone unter dem Arm und hinter ihm läuft ein kleines Schwein her. Sagt er zu mir, kann das sein, dass die mich nicht verstehen? Ich wollte 1 Million in kleinen Scheinen. Jetzt habe ich hier den kleinen Schwein. Sagt er, meinst du, ich wollte einen 30 cm langen Schimmel nur? Die geht nach hinten und sagt zu ihm, ja, sie haben vielleicht gemerkt, wir stürzen ab. Ist keine schöne Sache. Aber ich habe eine richtige Idee, wie sie überleben. Ich mache jetzt hier die Tür auf und dann springen sie raus und hauen ganz schnell mit der Arme so. Und rufen die ganze Zeit, bin Kohl im Ding. Da geht dann schon. Er so, oh, danke. Und er raus auf dem Flugzeug. Die geht wieder nach vorne und sagt zum Pilot, ich habe ja gesagt, er hat sie nicht mehr an. Co-Pilot und Pilot ziehen sich schön den Fallschirm an, auf einmal klopft er am Fenster. Die macht am Fenster auf, hör mal, wie hieß der Vogel nochmal?
fest, wo scheißegal, wo angeschossen hat. Aber auch Mitarbeiter der Wendy hier hat heute einen Film gerade. Er ist von der Wendy hinter dir. Er macht dann das Rätsel. Ich glaube, seit 3 Jahren kommt Pferd raus. Drei Männer gehen durch den Wald, wie immer. Treffen eine Fee, wie immer. Sagt die Fee, ihr seid ja total geil. Ich habe euch allen 3 Wünsche. Sagt der erste, ja, Frau Fee, wissen Sie, ich hätte gern Ferrari. Ferrari ist ein schönes Auto, ich hätte gern Ferrari. Kriegt Ferrari. Sagt der zweite, da hat er recht, möchte ich auch haben. Kriegt auch einen. Sagt der dritte, ja, wissen Sie, ich hätte ganz gerne mein rechter Arm die ganze Zeit so rumgehen. Wie? Ja, finde ich halt. Oh, yeah. Ja, kriegt er. Zweite Wunsch, ja, sagt er, sie hätte ganz gern bei mir eine Frau im Auto. Eine Blondine, immer natürlich schon so. Sagt der zweite, ich hätte gern auch eine Frau, aber eine dunkle, eine schwarze, lange Haare. Kriegt er. Sagt der dritte, ich hätte auch ganz gern meinen linken Arm. Ach so. Genau. Und dritter Wunsch, ja, sagt der erste, ich hätte gerne bei mir im Kofferraum immer Geld. Und wenn Geld rausnimmt, kommt wieder Geld dazu, bin nie pleite. Sagt der zweite, das hätte ich auch gern. Beide. Sagt der dritte, ich hätte ganz gerne meine Hüfte, die ganze Zeit so wirbelt. So. Die 30 wieder, sagt der erste Mal, das nicht geil damals mit der Fee. Ja, oder bei der Hammer mit dem Auto, mit der Frau, sagt der zweite auch mit dem Geld, total geil. Sagt der dritte, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir nur Scheiße gewünscht. Und sagt mal, wer von euch 3 Stotterer mir ein Bundesland stotterfrei aussprechen kann, mit dem werde ich heute noch schlafen. Boah, die 3 total nervös, der erste fängt an. Scheiße. Der zweite. Mist! Und der dritte? Sachsen. Anhalt, Scheiße! Ich weiß, war letztes Mal auf Platz 2. Alte Homies darf man nicht sagen. Ne? Das ist eine Tautologie. Ne? Das ist wie weißer Schimmel. Ne? Oder schwuler Kugelhaft, da macht man nicht. 3 ältere Damen sitzen beim Kaffee so zusammen, sagt die eine, hör mal, ich habe gestern im Fernsehen ein Porno gesehen. Ein Porno. Die haben da gedeckt, wo wir Pipi machen. Dann machen die ja, pfui, wohl am Rand oder am Deckel. Wir haben ein bisschen Warhol auch.
Ich komme, ich gehe hinten mich entstinken, dann komme ich gleich nach vorne noch. Man kann, Papa kann mich überall anfassen. Für mich ist er geil, für euch geht so. Ich bin letztendlich das Schönste, warum ich den Job mache. Ein paar Autogramme, Fotos und so weiter. Und das ist so, morgen bin ich auch nochmal hier. Abgeben. Und jetzt kommt für euch hier, nein, bevor ihr anfangen, möchte ich, dass ihr euch selber heute Abend einen Applaus gebt, denn es war total geil. Es war total geil. Meine Stimme hat gerade noch so gehalten. Ich habe um die Stimme gekämpft. Ich wollte ein MSV-Lied neu singen, so wie wir sind zehn. Was heißt Sau? Unser Club MSV. Und wir stehen für euch immer hier. Denn zwischen meinen Ruhe, da gibt es eine Ruhr. MSV, unser Club im Revier. Habe ich aber nicht gesungen, weil ich keine Stimme hatte. Super geil. Und ihr habt Platz 1 verdient. 3. Hat Mühlein. Hat Spätlaufen. So, wir sind Spätlaufen im Kreis. Hör uns auf mit deinem Schatz. Ich wohne ja auf der anderen Seite vom Wald. Da ist ja Spätlaufen. Ich wohne ja neu, da ist man ja nur den Wald. Da muss man ja aufpassen. Ja, von unserer Seite kommen ja keine Fürste, kommen ja da alle. Alle bewaffnet. Go! Ist alles drauf, alles drauf. Für euch Platz 1. Place 1. 3 Menschen sind leider verstorben. Steht vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, hör zu. Ich brauche nichts mehr. Sagt einer, ja, aber Herr Petrus, wir sind tot. Interessiert mich. Pass auf, wenn ihr eine lustige Geschichte habt, ihr gestorben seid, dann lasse ich euch rein. Der erste fängt an, ja, wisst ihr, bei mir ist es so. Ich bin Anwalt und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt habe ich um 7 Uhr Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht traue. Und bin nach Hause, wir wohnen im 7. Stock im Hochhaus, bin über den Treppen, gar nicht in Aufzug genommen, damit die mich gar nicht hört. Und ich zog ganz schnell in die Tür rein, da sitzt sie nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Jetzt hab ich die ganze Bude abgesucht, find keinen, ich so ein Hals und eine Krawatte. Will mir eine rauchen auf dem Balkon, da hängt einer bei uns an der Rüstung. Hat Schuhe ausgezogen, hau ihm auf den Finger, da fliegt der runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt habe ich einen Kühlschrank auf dem Balkon, ich nehme den Kühlschrank, schmeiß runter, bleib mal mit dem Bein im Kabel hängen, flieg mit runter, jetzt bin ich hier. Sag Petrus, ich hol ihn durch, gell? Also zum zweiten Mal ist es mit dir. Ja, wissen Sie, ich bin Fensterputzer. Und ich habe in so einem Hochhaus gearbeitet, im 8. Stock, guck mir an, fliege hinten über die Brüstung, kann mich in meinem 7. Stock gerade noch so festhalten. Dann kommst du vor dir und hau mir mit den Schuhe auf den Finger. Die Bäume aufgefallen und überlebe, bin so dankbar und will Gott danken, da kommt vor oben Kühlschrank, klatsch. Also wie hier. Und das ist ja geil, Junge, wie du. Und der letzte, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wisst ihr, ich saß da nackt in einem Kühlschrank. Tschüss, tschüss, Leute.